Einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei Alan Wake. Ja, versuchen wir mal weiter zu Barry zu kommen. Der Garten ist groß, aber wir haben eine Schrot. Ah ja, hey. Mief, ich habe mich aber angeschlichen. Das kann noch hilfreich werden. Ja, die Kiste haben wir. Hier geht's weiter. Das ist Barry, glaube ich, ne? Ich hoffe mal, das ist Barry. Hartman stellt Wake ruhig. Hartman sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett hätte er Hartmans Nase fast ein zweites Mal gebrochen. Doch mit ein wenig Zeit würde er Wake schon brechen und in die richtige Richtung lenken. Wake war das vielversprechendste Versuchsobjekt seit Tom. Schlafen Sie gut, Alan, flüsterte Hartman lächelnd. Ich kümmere mich um Sie. Er schniefte kräftig, um seine pochende Nase freizumachen. Das Blut schmeckte er kaum. Ja, seit mir war das erfolgsversprechendste Subjekt. Also Thomas Zane hatte Hartman auch in seiner Klinik. Barry! Du lebst! Hauen wir ab. Kannst du das Tor öffnen? Vielleicht. Barry! Ich habe es zugehauen, als die Bösen aufgetaucht sind. Und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss, also... Barry! Ich hab ihn gleich, nur keine Sorge! Lass dir Zeit, Barry. Mach schnell, Barry! Ja, bin schon dabei! Er kann nicht weit sein! Einen Augenblick! Ich würde gerne Leuchtfackel zünden, danke! Ich hab den Schlüssel! Ja, los! Herr, bitte sag mir jetzt, dass wir auf dem direkten Weg sind zum nächsten Auf Wiedersehen in Bright Falls Schild. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was? Für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin.
Ich bin verrückt, aber das macht nichts, Barry. Oh, du sagst es, Al. Du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ, aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. Sowas passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken. Das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Ja, wir haben schon davon gelesen. Ich hatte meine Waffe verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Barry! Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Oh, hier unten bewegt sich was. Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel. Oh, ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al. Alles okay. Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Das ist die Farm. Das ging ja schnell. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Al. Ich warte dort. Barry, warte auf mich, okay? Al, ich bleibe nicht hier. Das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Ja, du brauchst selber erstmal eine Taschenlampe. Mann. Ho. Walter auf der Anderson Farm. Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen. Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben, in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Voll reingelaufen. Alter. Ja.
Mann! Lauf, Alan! Wie gern ich jetzt eine Taschenlampe hätte. Nightingale verhaftet Wake. Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Irgendwann wird er also noch verhaftet. Ah, da kann man was drücken. Ich hoffte, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Lampen beim Tor mit Strom versorgen könnte. Bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen, war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Trust no one in the dark. Ja, das stimmt. Soll ich da bitte auch den Generator ankriegen ohne Waffe? Oh, danke, Leute. Irgendwas gebracht jetzt? Oh, scheinbar nicht. Egal, wir sind fast bei der Farm, also wollen wir mal keine Zeit verlieren. Ein
Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Ich glaube ja nicht, dass das Barry ist. Ui, jetzt schon die Hochleistungstaschenlampe. Ich hätte lieber mal eine Waffe. Wer zählte denn hier? Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Auch ein guter Platz zum Zelten, muss ich sagen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Die Vergrößerung des Dunkels. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Ach, nicht schon wieder. Ich dachte, die Bärenfeinde hätten wir unter uns gelassen. Ha, in keine reingelaufen. Ich bin stolz auf mich. Schrot. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Es war meine Chance, die Farm zu erreichen. Die Patienten fliehen aus der Lodge. Das Gewitter tobte, während die Anderson-Brüder schwankend mit den anderen Patienten die Klinik verließen. Sie wussten, dass sie diesmal nicht zurückkehren würden. Die Dunkelheit um sie brodelte mit Schrecken, doch Thor und Odin hatten keine Angst. Arglist funkelte in ihren Augen. Sie kannten jeden geheimen Weg und hatten Blut an ihren Händen. Sie hatten die Schatten schon mal bekämpft. The Taken are filled with darkness. Alle hopp.
Mann! Es kommt jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, kommt von der anderen Seite einer. Mann! Fast out of ammunition. Ja, danke Spiel, ich merke das schon, dass da wer hinter mir ist. Ich bin noch im Licht! Nein! Nein! Wisst ihr was, ich renne einfach durch jetzt. Was wollte er jetzt machen, ne? Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Hallo? Ist hier jemand? Barry! Barry! Du bist nicht da! Bitte! Was du? Was? Nicht! Es tut mir leid! Die Vordertür war verschlossen. Neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film, wo der beste Freund
plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Ruhe in Frieden. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin, wie jeder andere Akteur, an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Wer ist Jane? Gott, ey. Lassen Sie mich raten. Danny, hä? Wahrscheinlich. Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. So ein Zufall, dass da ein Auto steht. Okay, das wäre die Tür davon drin gewesen. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Barry war Barry. Mach mal hier kurz einen Abstecher. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Da liegen noch Batterien. Und hier oben ist gar nichts. Da hoch fahre ich auch noch mal kurz. Irgendwas gibt es da bestimmt auch noch. Entschuldigung. Ah,
ein Radio mal wieder. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Die Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird, vielleicht noch länger. Lasst mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Die Polizei sucht immer noch nach einer Frau, 30 Jahre, schlank, blond, mit blauen Augen. Sie hat sich vielleicht im Wald verirrt und ist womöglich bei einem Autounfall verletzt worden. Wenn ihr sie seht, schafft sie bitte ins Trockene und ruft den Sheriff. Bei diesem Wetter sollte man nicht draußen sein. Also, wenn ihr jemanden seht, der ein wenig verwirrt aussieht, seid ihr behilflich, okay? Hier spricht Pat Main auf KBFFM, in der Hoffnung, dass ihr heute Abend alle im Warmen seid. Alles klar, Pat. Ach ja, ach ja. Und hier rechts kommt man dann wahrscheinlich wieder. Kann man wahrscheinlich im Kreis fahren, oder? Jo, wie ich es mir gedacht habe. Alles klar. Zeit. Komm schon. Hier geht's wohl zu Fuß weiter. Gucken wir uns mal an. Oh, hier geht's sogar rein. Ich hätte wetten können, dass hier abgeschlossen ist. Thank you.
Aber hier gibt es sonst auch nichts Interessantes mehr. Also dann. Schauen wir mal, wo Barry ist. Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Lauf! Sie kommen! Es sind zu viele von ihnen! Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Al, wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition und sowas rumliegt? Und zwar überall! Ich mache die Scheinwerfer an. Ja. Das hätten wir. Bam, bam, bam. Barry Wheeler steht zu Dienst. Nein, verdammt. Verdammte uralte Leitungen. Haltet durch, Herr. Ich bringe sie zum Laufen. Versprochen. Und wo schmeißen die denn hier immer? Dann denn noch? Oh, da, ich das? Ja.
glaube, das war's, oder? Woo! Das war der Hammer! Bright Falls, Amerikas Rock'n'Roll-Hauptstadt. Kann man mal so machen. Hey Al! Hier geht's zur Farm! Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar, darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Wir müssen das Ding aus dem Weg schaffen. So weit bin ich gekommen, bis sie mir aufgelauert haben. Kann ja nicht so schwer sein. Einfach auf den Knopf drücken und dann ist das schon geregelt. Hier hinten um. Vielleicht ist hier ja noch was. Eine Seite zum Beispiel. Nightingale findet das Manuskript. Während die Deputies Wake und Wheeler wegschafften, untersuchte Agent Nightingale den Papierstapel, den Wake bei sich gehabt hatte. Er war unvollständig, ein wahlloser Stoß von Seiten. Doch er reichte. Er sah seinen eigenen Namen inmitten anderer. Seine Hände zitterten. Endlich der Beweis. Er hatte recht gehabt. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter bei Alan Wake. Mein Name ist Tom und bis dann.